Ich zeige dir heute drei entscheidende Tipps, wie du ganz leicht eine neblige Aquarelllandschaft erfassen kannst. Wir beschäftigen uns einmal mit dem Thema gleichmäßige Farbaufträge. Wie erreichen wir eine Perspektive durch Farbabstufungen und weiche Kanten? Und wie können wir Tannenbäume mit dem Schwung vom Pinsel ganz einfach erfassen? Wir brauchen wieder keine große Ausrüstung. Eigentlich reicht uns schon ein Pinsel und wir können noch alles mit einer Farbe machen oder wir nehmen noch zwei weitere Farben dazu, müssen die aber gar nicht großartig mischen, sondern lassen sie einfach nur irgendwann mit aufs Papier fließen. Wir arbeiten heute sehr nass, das heißt, das Papier wird sich vermutlich stark wellen und deshalb müssen wir es gut ankleben, um diesen Effekt zu vermeiden. Außerdem erhalten wir hinterher saubere Ränder. Und ich mache, damit die Farbverläufe gut gelingen, das Papier einmal komplett nass. So, wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten durch und fangen an mit dem Himmel. Hier bauen wir schon mal ein bisschen eine Struktur ein. Ich arbeite mit Paints Gray. Ich verlinke dir die Farben unten in der Beschreibung. Und wenn du möchtest, kannst du an dieser Stelle einfach mal ein paar Streifen von Magenta einfügen. Das ist aber, wie gesagt, nicht unbedingt erforderlich. Wenn du das gern machen möchtest, tu das einfach. Und um ein bisschen Licht und ja, schöne Effekte zu erreichen, lasse ich einfach auch das Weiß stehen, damit ich da mehr Leben in dem Ganzen drin habe. Das ist schon alles, was wir im Bereich des Himmels tun werden. Es geht wirklich sehr schnell. Wir lassen das jetzt minimal antrocknen und dann geht es auch schon zur ersten Bergschicht über. So, wir nehmen jetzt eine mittlere Farbkonzentration auf unseren Pinsel auf und das Papier ist an den meisten Stellen noch nass, wo ich jetzt die Farbe auftrage. Das heißt, sie wird sehr verlaufen und es wird keine scharfen Ränder geben, sondern es werden weiche Ränder entstehen. Das ist wichtig, weil das generell in der perspektivischen Darstellung einfach so ist, dass es nach hinten heller wird und die Ränder unscharf werden. Und je weiter ich nach vorne komme, umso deutlicher werden die Farben und umso dunkler werden die Farben und umso schärfer ist alles zu erkennen. Ich arbeite hier ein bisschen unregelmäßig, damit ich Höhen und Tiefen in dem Ganzen habe. Und hier nach unten hin möchte ich gerne so eine Art Nebel erreichen. Das heißt, ich mache das hier nochmal nass und lasse die Farbe wirklich gut verlaufen. Mein Papier liegt leicht abschüssig. Das heißt, oben ist es etwas höher als unten und die Farbe läuft generell immer von oben nach unten. Ich erhöhe meine Farbkonzentration noch etwas und gehe jetzt wieder in diesen noch nassen Bereich rein und lege meine zweite Bergkette an oder meine zweite Baumkette an. Hier schaue ich, dass ich möglichst nicht dem gleichen Verlauf folge, wie ich das schon bei der ersten Kette gemacht habe, sondern dass ich einfach die Höhen und Tiefen etwas versetzt mache. Hier möchte ich gerne diesen Nebelbereich im Hintergrund stehen lassen. Das heißt, ich male jetzt nicht so weit hoch, damit mir dieser Bereich wirklich erhalten bleibt. An dieser Stelle mache ich wieder das Gleiche. Das heißt, ich mache das nach unten nochmal nass, um hier diesen Nebeleffekt zu erzielen und lasse die Farbe hier an dieser Stelle wirklich gut verlaufen nach unten. Ich mache jetzt den ganzen unteren Bereich noch mal komplett nass. Und lege jetzt hier von unten nach oben die Tannen an. Das sind aber noch nicht die Tannen, wie sie zum Schluss sind. Die werden jetzt hier relativ stark verlaufen, weil der Bereich sehr nass ist. Aber ich habe einfach schon mal eine interessante Hintergrundstruktur. Und auf das Ganze werde ich dann meine Tannen, die zum Schluss wirklich gut sichtbar bleiben sollen, eben aufsetzen. Ich möchte nur vermeiden, dass ich hier eine komplette weiße Fläche habe, auf die ich dann zum Schluss meine Tannen aufsetze. Und du siehst, ich habe hier ganz einfache Pinselschwünge und die
Äußeren Enden zeigen leicht nach oben und dadurch ergibt sich schon die charakteristische Form einer Tanne. Wenn ich in die sehr nasse Farbe mit dem sauberen Pinsel reingehe und einfach einen Strich reinsetze, dann wird an dieser Stelle die Farbe abgetragen. Das heißt, ich habe den Pinsel mit Wasser sauber gemacht, trocken gemacht und gehe jetzt einfach so mal rein und kriege so schon ein bisschen die Struktur vom Stamm dazu. So, jetzt ist der untere Bereich komplett getrocknet und die vorher angelegte Struktur der Tannen hat sich weitgehend aufgelöst in diesem feuchten Bereich. Das ist aber genau der Effekt, den ich erzielen wollte. Und jetzt gehe ich hier rein und setze meine Tannen von oben nach unten rein, genau umgedreht, und mache genau wieder das Gleiche. Ich mache einfach nur Pinselschwünge von rechts nach links und die oberen Enden sind minimum gerade oder vielleicht sogar leicht nach oben zeigend. Und ich schaue, dass die Tannen nicht alle auf einer gleichen Höhe sind, sondern die sind in der Regel immer unterschiedlich hoch. Und das schaut ziemlich langweilig aus, wenn du die alle auf einer Höhe machst. Also mach sie in unterschiedlichen Höhen. Und wenn du möchtest, kannst du an dieser Stelle jetzt auch die dritte Farbe ins Spiel bringen. Das ist Caput Mortuum, das schreibe ich dir unten auch rein. Du kannst aber auch einfach bei dieser einen Farbe bleiben. Den oberen Bereich der Tanne male ich mit der ganz dünnen Seite von dem Pinsel vor und dann kippe ich den Pinsel ein bisschen seitlich und nach unten hin trage ich immer mehr auf und werden meine Striche immer dicker, weil nach unten hin werden ja auch die Zweige immer dicker. Tu dich hier nicht allzu sehr verkünsteln, sondern schau, dass du einfach eher in den Fluss reinkommst, der Wuchsrichtung der Äste entspricht. Und jetzt nicht wirklich Ast für Ast irgendwie zeichnen, sondern wirklich einfach den Schwung nehmen und immer genau in diesem Schwung arbeiten. Um den Vordergrund noch lebendiger zu gestalten, nehme ich an gewissen Stellen einfach wieder etwas Farbe ab mit dem sauberen Pinsel. Und hier fange ich jetzt tatsächlich an und gehe über das Paint Spray, was ich da gemalt habe, einfach mit dem Caput Mortuum nochmal rein. Und damit sind wir für heute auch schon fertig. Ich ziehe jetzt ganz vorsichtig das Klebeband ab. Hier musst du wirklich gut aufpassen. Halte es sehr flach, also fast parallel zum Brett. Weil wenn du das hochhältst und abziehst, dann geht oft das Papier kaputt. Also je flacher du das hältst, umso besser ist es für das Papier. Und du siehst, wir haben jetzt hier schöne, saubere Ränder. Und das Ganze schaut schon fast aus wie gerahmt. Hier siehst du, dass das Papier in Mitleidenschaft gezogen wird und wenn das passiert, dann versuch das Klebeband von der anderen Seite abzuziehen. Das geht dann meistens besser. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir und du hast viel Freude beim Nacharbeiten. Wir haben heute gelernt, wie man gleichmäßige Farbaufträge erzielt, indem man das Papier vorher nass macht, sich eine entsprechende Menge an Farbe wirklich vorher mischt und die dann zügig aufträgt. Dann kann man eine zweite Farbe auf der gleichen Art und Weise mit reinfließen lassen. Und die hinteren
Baumketten oder Bergketten werden quasi nass in nass aufgetragen. Dadurch werden die Kanten unscharf. Wir haben da an der Stelle eine geringe Farbkonzentration. Dadurch rutscht das Ganze nochmal deutlich in den Hintergrund. Je weiter wir nach vorn kommen, umso schärfer werden die Kanten, umso klarer und deutlicher wird das Ganze und umso intensiver wird die Farbe. Und wir haben gelernt, wie wir einfach die Tannen schnell und leicht zeichnen können, indem wir einfach nur die Schwünge ausnutzen und einfach nur den Pinsel nach rechts und links schwingen lassen und die Tannenspitzen leicht nach oben zeigen lassen. Zur Vorbereitung auf dieses Video habe ich mehrere Varianten ausprobiert. Das würde ich dir auch empfehlen. Teste einfach deine Papiere, deine Farben. Du kannst gern auch monochrom malen und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst.